Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Und so muss das verdammte Rätsel gelöst werden, mein Gott. Anstatt das zweite Ding hier runter zu platzieren, einfach hier platzieren und dann auf das scheiß Ding hier schießen. Ja, oh mein Gott, ey. So, jetzt treffe ich es nicht, aber ich habe es gerade getroffen und jetzt das Ding an. Und jetzt kann ich, glaube ich, das Ding hier aktivieren, endlich. Sehr schön. So. Übrigens, wir sind übrigens in dem Stützpunkt der Abtrünnigen. Wir müssen immer noch den letzten Code finden. Also ja. Das ist passiert. Aufwärts. Njum. Okay. Ja, nein. Warte. Ja. Jetzt haben wir ja wohl. Okay, doch, geht schon. Jetzt werden wir wohl hoffentlich ein bisschen irgendwie weiterkommen. Hoffe ich. Ich will noch einige Truhen hier haben, deswegen müssen wir weiterkommen. Das ist aber immer noch nicht, was ich da mit dem ganz linken Schalter da machen soll, der auf der Treppe da ist. Aber naja. Also, wir müssen das Ding da wegziehen. Einen Typen hier habe ich schon mal fertig gemacht. Der wenn die Quere kam. Und ja. Das ist passiert. So, was mache ich jetzt hier? Ich muss das hier runterschieben. Was wird mir das bringen? Ach, dann kann ich da drauf laufen und dann kann ich das Ding, glaube ich, erreichen, ne? So, zack. Jawohl. Okay, runter hier. Runter hier. So. Ey, schon wieder eine Truhe war. Wir sehen, wenn ich die nicht vorher geöffnet hätte, ey. Oder auch nicht. Oder auch doch. Na gut, jetzt kann ich das Ding aktivieren. Also ich kann jetzt das Ding da hinpacken. Da ist auch eine Truhe, oder? Da ist eine Truhe versteckt. Ein Moment. Oh, verdammter Dreck. Ich habe es ausprobiert. Ich weiß es. Oh mein Gott. Wir müssen das nochmal machen. Ah. Boah, das hat sich nicht gelohnt, ey. Ich weiß, wie wir da hinkommen sogar. So. So, das Ding ist mal hier, Gott sei Dank. Wusste doch, ich habe schon letztens irgendwie gesehen, da ist die ganze Zeit irgendwas Gelbes. So, das müssen wir hier bewegen. Das Ding müssen wir hier bewegen. So. Dann vielleicht auch nicht. Schaffen wir was. So, jetzt müssen wir auch von hier aus sehen. Aquacave, super. Das war es, glaube ich, nicht so wert. Ja, nimm du Aquacave. Obwohl. Was hast du? Ist immer noch besser als normale Cave. So. Jetzt müssen wir die Dinger wieder aktivieren. Super. Aber ich kann doch nicht rausgehen, ohne alle Truhen zu nehmen. Das müsst ihr doch verstehen. Wo ich hätte auch, glaube ich, rausgehen können und dann. Egal. Ja, ist egal. So, hier bin ich irgendwie überfragt, was ich hier machen müsste. Dem Ding. Aber werde ich ja sehen. Ich möchte unbedingt diese Truhe haben, auch wenn da nichts Sinnvolles drin ist. So. Zeige dich. Messer. Muss ich irgendwie von hier oben aktivieren, aber wie soll ich denn da rankommen? Ich werde auch, was bringt mir das überhaupt, wenn ich da das Ding aktiviere? Ja, ne, wofür mache ich das hier eigentlich hier die ganze Zeit? So,
Einmal nach oben. Nach oben. So. Und du kommst. Ja, wo kommst du nochmal hin? Du wartest erstmal hier. So. Beim Bastard sind wir da. Also wie schnell sie sich bewegen. Manchmal bewegen sie sich überhaupt nicht. Aber rennen wir voll schnell hinterher. Also ohne Bewegungsanimation. Und manchmal rennen die einen hinterher. Ich verstehe nicht, wie viele Sachen in diesem Leben. So. Jetzt zack. Weiß man nicht, was mir das bringt. Aber naja, ich bin nicht bekloppt. Ich gehe hier runter. Hallo. Ich bin klüger als ihr. Ha. So. Ja. Ja, nimm das Ding. Danke. So stark. Press her, du schaffst das doch locker mit einem Arm. Jetzt entdecke ich vielleicht noch irgendwo eine Truhe. Muss auch nochmal machen. Bah. Okay. Ne, halt, warte. Geht dann nach unten? Was? Ah. Oh. Das sieht schon sehr... Oh, ich dachte, ich hätte das jetzt hier beinahe. Und da kommt noch ein ganzer Raum. Ja, dich nehme ich mit. Ich warte mich ja. Wenn man den Raum verlässt und resettet, werden die Elektrodinger dann immer noch... Zählen die dann immer noch als aktiviert? Und wenn ja, kann ich die dann nochmal resetten, die ganzen Boxen da unten. Ja, so, oh nein, das Omega-Schild muss weg. Oh nee. Ich mag Omega, warum muss das weggehen? So, jetzt kann ich das hier aktivieren. Jetzt lass mich da runter. Ich weiß genau, was ich da mit tun. Das Ding sieht aus, als würde es nicht vom Boden sein. Vom Aufzug. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. So. Jetzt komme ich darin. Jawohl. Und was haben wir hier? Erfahrungsgeber Level 3. Jawohl. Dann bekommt die Zellos, würde ich sagen. Hatte Colette ein, ne? Ich weiß halt gar nicht. So. Dann bekommst ja. Schlitzer, was? Kombination mit anderen Erfahrungsfähigkeiten verändert die Wirkung. Erhöht die Basis-Attacken-Kombo auf 6. Nat. Mit Spezialattacken über 4. Beliebiges Verknüpfen von Spezialattacken Level 1, 2 und 3. Das ist auch nicht schlecht. Der bei der Abwehr liegen wird. Okay, gucken wir mal. So, komm runter, ich habe keinen Bock zu laufen. So, jetzt haben wir nur noch eine Box. Kann ich die runter? Nee. Oder? Warte mal, war da hinten auch eine? Das ist nicht so gesehen, nö. Ja, ich kann mir doch jetzt hier verbauen, ne? Toll. So, und jetzt? Ja, was? Ich habe eine bessere Axt schon, was? Seit wann habe ich eine bessere Axt? Oh Mann. So, nun? Jetzt komme ich nicht weiter. Ja, ich brauche eine Box. Oh mein Gott, was ist mal anders von Passer? Ja, ich brauche noch eine Box. Bitte. So, wenn ich jetzt rausgehe und die ganzen Dinger sind deaktiviert, ne? Oh, sehr schön. So, diesmal nehme ich zwei mit und ihr könnt nichts dagegen tun.
laufe die ganze Zeit mit einer bessere Achse herum, ey, und ich benutze sie nicht, ey. Ich krieg die Krise. So, ihr kommt mit mir. Du auch, ja, du kannst nichts dagegen tun. Sehr schön. Ah, upsala, da bin ich auf mein Mikro gekommen. Wie schon so oft in meiner ganzen Karriere. So, will ich mal kurz speichern. Will ich nicht vom nächsten Boss irgendwie kaputt geschlagen werden und dann nochmal alles neu machen. Nee, das wäre richtig kacke. Nee. Yes. Okay, rauf da mit meinen zwei Schachteln. Sei doch nicht beleidigt. So, jetzt kann ich das Ding hier in Bewegung und ich wette, ich brauche das andere Ding für irgendwas anderes. So, welcher Hegel von Kommandant tut sich so in solche, was weiß ich, Maschinerie, Rätsel, verschanzen, ey. Muss man einen richtig geilen Code haben. Die Macht des Sterns. Dingenskirchen. So. Hoch da. Ja, super. Braucht das Ding gar nicht mehr. Na okay, dann geh. Du bist frei. Verdammt, du bist nicht frei. Ich wollte dich da runterschmeißen. Erster Code, die Macht des. Zweiter Code, Sterns ist. Was? Den dritten Code noch nicht. Die Macht des Sterns ist. Das Flüstern des göttlichen Baumes. Das Ganze ist Leben, das Fundament der Welt. Okay. Also ich musste gar nicht die ganzen Leute erledigen. Oh. Wie macht es? Habe ich gerade im Manas? Das Fundament der Welt. Boah. Wie macht es? Sterns ist. Der ganze Lebens. Was? Was? Macht es Sterns ist das bisschen des göttlichen Baumes. Was? Hä? Ich habe jetzt alles ausprobiert. Was? Hä? Ich auf den Arm nehmen? Ich habe jetzt schon alle Kombinationen ausprobiert. Boah, ich muss das gleich nochmal machen. Okay, ich verstehe es nicht. Okay, wir haben ein kleines Problem hier. Und zwar das Spiel will mich ärgern. Da habe ich einen Code her. Das ist richtig verbrannt. Wie kann das sein? Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe sogar alle Kombinationen aufgewählt. Was zum Teufel? Ein bisschen auch klappen eigentlich. Aber irgendwie bin ich hier in diesem Gebiet überfragt. War doch die Macht des Sterns ist, ne? War doch das Richtige, oder? Da bin ich so blöd. Hm.
Orochi, komm mal her. Ist hier irgend so ein wichtiger Typ, den ich töten muss? Sieht aber nicht so aus. Die Macht des Sterns ist. Ja, die Macht des Sterns ist. Es muss noch ein Code ermittelt werden. Wenn ich auf den Arm nehmen? Hab doch alles ausprobiert. Wie sieht denn hier noch verdächtig aus, den ich töten muss? Du, komm her. Ich mag diesen Ort nicht, ey. Das verwirrt mich. Das sieht da richtig edel aus. So, keine Erfahrungsdingen. Ausprobieren weiter. Superkette. Du vielleicht. Ja, ne, du siehst auch irgendwie verdächtig aus. Oh Mann. Oh nein, Thunderblade, warum? Aha. So. Power Frost. Boah, er hat verdammt viel abgezogen. Und er lebt immer noch aus irgendeinem Grund. Oh, ja, ja. So, immer deutlich. Der Glanz des Lebens. Er hat überhaupt zur. Egal. So, weiß ich nicht, Stützer und dann das hier. Ja, jetzt ausprobieren. Hab sowieso schon wieder alle mögliche Zeit hier verschwendet. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Super. Aha. Ich möchte mich noch vorher ein. Da, jetzt rennen die. Jetzt gehen die wieder voll schnell. Die Macht des Sterns ist der Glanz des Lebens. Geht jetzt zum Hangar, sagt er. Hey. Schick mich doch dahin, Mann. Ich war schon da und ich war sogar vor der Tür. Ich habe alle Kombinationen ausprobiert. Quelle des Lebens stand da, glaube ich. Ja, nur erfundene Sachen, wenn man noch nicht den Code hat oder was, ich verstehe das nicht. Egal. So. Jetzt stehen die ganzen Boxen immer noch bereit. Speichern. Warum ich den einen Typen nicht schon mal vorher gepackt? Ich bin da in den Raum gegangen mit der Schatztruhe, habe die Schatztruhe geplündert und habe den Typen einfach ignoriert. Bin ich eigentlich für ein Idiot? Oh, jetzt kann ich die Dinger noch mal rein. Ich brauche nur einen, weiß ich ja jetzt. So, können wir danach wenigstens durch die Gegend fliegen, bitte? Ich finde, der ganze Unfug ist doch wert gewesen dann danach, oder? Was? Was? Nein. Nein. So. Nein, so. Hey, hey, hey. Und so. Und so. Ha. So. Hallo Tür, ich bin's wieder. Code 1. Die Macht des Lebens. Sterns. Der Glanz des Lebens. Beep. 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 Sperre wird entriegelt. Yay. War sehr schön. Ihr seid also gekommen wie Motten zum Licht. Keine Ahnung, wie ich ihn gesprochen habe. Fällt dir auch mal was Originelles ein? Du musst zugeben, dieser Satz ist wirklich abgedroschen. Ich sehe, euer Verhalten hat sich nicht verändert. Aber eure Unverschämtheit hört hier auf. Macht euch bereit zu sterben. Okay,
zeigt mir das, aber bitte erst im nächsten Part von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.